Der Kreuzzug hat die Brücke zum Einsturz gebracht. Etwas ist explodiert. Wir müssen den Wittlauf über die Eberfellbrücke überqueren. Der Kreuzzug hat die Brücke zum Einsturz gebracht. Brech das Lager ab, Duncan. Wir haben es eilig. Los. It'll take us some time to break camp and scout the best way for the troops to take. Meet us at Bridgeport when you're ready. I'll mark the directions on your map if you don't know the way. Wir brauchen einige Zeit, um das Lager abzubrechen und den besten Weg für die Truppen zu finden. Trefft uns im Brückenfort, wenn ihr bereit seid. Ich werde die Route auf eurer Karte markieren, wenn ihr den Weg nicht kennt. Wir werden eine neue Route über die Eberfellbrücke festlegen müssen. Wichtige Ereignisse? Ich kann nach Brückenfort aufbrechen, sobald ich bereit bin. Die Belagerung von Drachenspeer. Oh, zweimal wichtige Ereignisse. Wir werden eine neue Route über die Eberfellbrücke festlegen müssen. Hier habe ich aber nichts über die Belagerung von Drachenspeer und hier auch nicht. Und hier auch nicht. Bin ich blind? Oder ist das da hier damit gemeint? Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Erneut grüße ich, Reisende. Braucht ihr etwas? Welche Dienste bietet ihr an? Quartiermeister Belgram kümmert sich um die Vorräte. Ich kann euch allerdings mit Klerikerdiensten behilflich sein. Ach so, ja. Das ist der Heiler hier. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Trollklauenwald ist 40 Stunden entfernt. Dann reisen wir mal dahin. The Coastway Crossing destroyed. The only safe route across the winding water is Boriskir Bridge, where your father Baal was murdered by the mad god Sirik. Each step toward the distant landmark fills you with unease. You are not alone in that. The Flaming Fists also fear what may lie ahead. If Kaelor has destroyed Boriskir Bridge, the expedition will not reach Dragonspear Castle in time to stop the crusade. The forces of Baldur's Gate and its allies will be outmatched, slaughtered. These fears grip your allies, but also drive them forward. The anxious whispers fall silent when the march is called to a halt less than a day's travel from Boriskir. The Flaming Fist sets up camp and prepares for the next meeting with the Crusade, while you plan your next move. Ja. Jetzt, wo der Küstenwegübergang zerstört ist, kann der Windlauf nur noch über die Eberfellbrücke, jenen Ort, wo euer Vater Baal vom verrückten Gott Sirik ermordet wurde, sich überquert werden. Jeder Schritt in Richtung des entfernten Wahrzeichens erfüllt euch mit Unbehagen. Soll das übrigens Baal und Sirik hier oben sein? Sieht fast so aus. Nicht nur ihr empfindet es so. Die Mitglieder der Flammenden Faust haben auch Angst davor, was sie erwartet. Wenn Kaelor die Eberfellbrücke zerstört hat, wird die Expedition Burg Drachenspeer nicht rechtzeitig erreichen, um den Kreuzzug aufzuhalten. Die Streitkräfte von Baldurs Tod und ihre Verbündeten werden ihm unterlegen und würden abgeschlachtet werden. Diese Befürchtungen lagen an euren Verbündeten. Sie treiben sie aber auch an. Das Flüsterbär besorgt und verstummt, als der Marsch weniger als eine Tagesreise vom Eberfeld entfernt anhält. Die Flammende Faust schlägt das Lager auf und bereitet sich auf ihr nächstes Aufeinandertreffen mit dem Kreuzzug vor, während ihr euren nächsten Zug plant. I am sorry for your loss, but rest assured that your husband's sacrifice will never be forgotten. Signed, yours ever in faith, Kaelor Argent. I am sure the family will find your words most comforting, milady. More letters of condolence, my lady? Surely there are other more urgent matters that require your attention? I am not of a mind to argue this again, Heffernan. Their deaths lay heavy on us all, my lady. But they sacrifice themselves for a greater good. Letting their passing distract us would do them a disservice. Condolences can wait. You are correct. We cannot afford distractions at this juncture. Gather the faithful. We have much to do. So. The word on the road is that Kaelor's followers have taken Boriskir Bridge and surrounded Bridgeport.
We'll not cross the winding water until they're dealt with. Wie man hört, haben die Anhänger von Keller die Eberfellbrücke eingenommen und Brückenpfot umstellt. Wir überqueren den Windlauf nicht, bis sie unschädlich gemacht wurden. The watches have been set and scouts deployed, Corporal. The last thing we need is a band of trolls catching us unawares. Die Wache wurden eingeteilt und die Kundschafter ausgesandt, Corporal. Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass eine Bande Trolle uns überrascht. Trolls we can handle. It's the Crusade that worries me. We should make contact with those in Bridgeport. If there are any left. Mit Trollen kommen wir zurecht. Das ist der Kreuzzug, der mir Sorgen bereitet. Wir sollten mit den Leuten in Brückenfort Kontakt aufnehmen, wenn noch jemand dort ist. Ich kundschafte den Norden aus. Vielleicht finde ich einen Weg, die Verteidiger der Burg zu erreichen. Ich erkunde lieber das Kreuzhinterlager und sammle Informationen über unsere Feinde. Wir sollten weiterziehen, anstatt ein Lager aufzubauen. Ich kundschafte den Norden aus. Be prudent in your ranging. One of our scouts stumbled onto a troll cave to the northwest. She barely made it back alive. Seid vorsichtig unterwegs. Eine unserer Kundschafterinnen stieß auf eine Trollhöhle im Nordwesten. Sie kam gerade so mit dem Leben davon. Ich würde euch empfehlen, ein paar Feuerpfeile vom Bellgraben zu besorgen, bevor ihr das Lager verlasst. Ich habe genug Feuerpfeile. Und ja, ich glaube, ja, ich kann die beiden Orte jetzt nicht mehr erreichen. Nur noch die Trollklauenwald, der wieder ziemlich groß ist. Bellgraben, Mycena, Ausrüstung von mir, Lager der flammenden Faust. Mhm. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was wollt ihr denn jetzt, Benz? Es heißt Koppel danken, Faust. Warum nehmt ihr nicht an den Übungen mit dem Rest eures Trupps teil? Ich habe Besseres zu tun. Ihr habt euch der flammenden Faust feig freiwillig angeschlossen, Ski. Ihr habt Unterordnung gewählt. Übungen sind eine Folge dieser Wahl. Ich wusste, dass euch die Disziplin fehlt, um das Leben einer Faust zu ertragen. Glaubt ihr, es ist besser zu sterben, als zu dienen? Nehmen wir mal die zwei. Ski, bitte hört mir zu. Ich weiß, ihr mögt die Übungen nicht, aber sie sind wichtig. Wenn die Dinge schlecht laufen, können die Fähigkeiten, die ihr jetzt lernen könnt, euer Leben retten. Ich glaube, das schaffe ich auch mit den Fähigkeiten, die ich schon habe. Ihr wisst schon, jede Fähigkeit, die vor ein paar Tagen euer Leben von diesem störrischen Keiler gerettet haben. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich muss mich wieder einem wichtigen Schläfchen widmen. Killimwor soll mich holen. Goldbuckel, unser Gespräch ist noch nicht beendet. Und da ist er jetzt weg. Kundschafter und Söldner der flammenden Faust. Da ist schon immer noch der moorische Zwerg, oder? Sucht ihr nach einem Holz, um euch auszuruhen. Hey, ich kann hier kein schönes Bett in diesem Zelt für euch finden. Was macht ihr hier? Ich unterstütze den Quartiermeister bei der ordnungsmäßigen Verteilung der Lagervorräte. Ich kümmere mich um die Zelte, Schlafsäcke, Decken und dergleichen. Soll ich einen Platz zum Schlafen suchen? Im Augenblick nicht. Lasst es mich wissen, wenn ihr einen Platz zum Schlafen braucht. Also ja, wir sind weit genug entfernt von jeder Brücke, die explodieren könnte. Was passiert aber, wenn wir jetzt die Karte hier unten verlassen? Dann kommen wir nicht hier oben hin, aber wir kommen auch nicht zurück zu den anderen beiden. Hm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, hier geht's hoch. Hase, Fasan, Murmeltiere. Oh, hi, Riesenspinne. Here comes 300 pounds of justice. Was ist denn da noch? Achso, sie schläft auch noch. Okay.
You want me? Whatever you like. Ich traue dem Frieden jedoch nicht. Dachte ich es mir doch. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sweet. Yes, dear. Toll. Toll, ein Troll. Yes, Dostor. Yeah. Once again, our fates intertwine. It seems I cannot go any length of time without being made to endure the company of surfacers. Unsere Schicksale sind einmal mehr mit der Dampfer verknüpft. Ich scheine dazu verdammt zu sein, ständig Gesellschaft von Oberweltlern hinnehmen zu müssen. Ich will doch hoffen, dass ihr meine Gesellschaft nicht wirklich so unangenehm ist. Gebt es zu, ihr liebt es mit mir zu reisen. Ich bin aufregend. Es steht euch frei, jederzeit zu gehen. Nehmen wir die zwei. Ich bin Bard und selbstverliebt. If I craved excitement, I would have remained on my own in this hostile land. Wenn ich mir Aufregung wünsche, dann hätte ich meine eigene feindselige Heimat nie verlassen. Surface dwellers are at best wary of drow. At worst, they attack on sight. Though I have proven myself capable to some, still they do not trust me. Die Oberflächenbewohner sind den Drow gegenüber bestenfalls misstrauisch. Schlimmstenfalls greifen sie zuerst an und stellen die Frage später. Obwohl sie ich so einigen meinen Nutzen bewiesen habe, vertrauen sie mir doch nicht. Was führt euch überhaupt hierher? Die Leute, die ich zu meinen Verbündeten zähle, sind gute Leute wie Konia, sie würden euch nichts antun. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Verzeiht bitte, nehmen wir mal das erste. This is a long story. One I will tell you another time, if it suits me. Suffice to say, I was forced to leave my last place of residence and was seeking a new place to settle. Das ist eine lange Geschichte, eine, die ich euch einmal ein andermal erzählen könnte, falls mir danach ist. Die Kurzfassung ist, dass ich meinen letzten Aufenthaltsort verlassen musste und nun an einem Ort nach einem Ort suche, um mich niederzulassen. I came here for my own reasons, but they are no longer enough to keep me here. I had thought. It matters not what I thought. Ich hatte meine Gründe, um herzukommen, aber diese Situation hat sich geändert. Ich dachte, was ich dachte, ist irrelevant. Also, ich dachte, was ich dachte, ist irrelevant. Ihr klingt enttäuscht. Ich kann euch versichern, dass meine Verbündeten ehrenhaft sind. Sie würden euch nichts antun. Das ist sehr interessant, aber ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Ihr klingt enttäuscht. Men believe they are the masters when they take a woman to their bed, but they quickly become the pawns. I survive more easily when males serve me. Männer halten sich für Meister, wenn sie eine Frau ins Bett bekommen. Aber sie werden schnell zu Spielfiguren. Ich überlebe einfacher, wenn die Männchen mir dienen. Mhm. Ich weiß euren Pragmatismus zu schätzen. Ihr seid eine starke Frau, Viconia. Ich bin schockiert zu hören, dass ihr eure Kunst so willentlich verschachert. Dieses Männchen muss im Moment anderen dienen. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Nehmen wir mal die zwei. I see you are no different from these other surface dwellers. I shall remember this insult. Von mir aus. Ich sehe, dass ihr euch an nichts von den anderen Oberflächenbewohnern unterscheidet. Ich werde diese Beleidigung nicht vergessen. Hi, Troll. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. That stings, doesn't it, Evil? Bei Cold. Oh, ich habe gerade nur keinen Feuerpfeil. Worum geht es diesmal? No mercy for dafür habe ich so eine Pfeile. Also, yes. Bin er hier in dem Thema eine Weile. So. Gut,
Du heilst dich einmal kurz. Ja? Und dann würde ich sagen, speichern wir hier erstmal wieder. Ich kann das Spiel jetzt nicht speichern. Kann ich jetzt speichern? Ja, jetzt kann ich speichern. Und zwar, das ist jetzt Let's Play 008. Let's Play 008. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.